Willkommen im Hotel Weinland in Donnerskirchen im Burgenland. Diesmal geht es aber nicht um Wein, sondern um Sport. Und nicht wie meistens in unserer Doc-Sendung bei Freunden um Fußball, sondern diesmal um Gio. Und das ist eine Sportart, die im Burgenland groß da ist. Denn vor etwa 30 Jahren sorgte ein Geschwisterpaar aus dem Seewinkel, genau gesagt aus Wallern, für Furore in dieser Sportart, nämlich Sabine und Ferdinand Fuhrmann. Die beiden wurden Europameister, Weltmeister und der Ferdl ist heute da als einer dieses Paares. Damals. Er ist ja nach wie vor in diesem Sport verflechtet. Er ist Trainer, er ist Vater, er ist Manager, er ist alles in allem. Und das schon seit frühester Jugend. Was hat dich an diesem Sport so fasziniert, Ferdl? Ja, das Jiu-Jitsu hat mich von klein auf in den Bann gezogen, ganz einfach, weil es so vielfältig und so abwechslungsreich ist. Es hat mir immer Spaß gemacht, eben zum Training zu gehen und ja, die verschiedenen Techniken und Schläge, Tritte, das alles zu erlernen. Wie gesagt, weil es eben so abwechslungsreich ist und so verschiedene Möglichkeiten gibt. Und ja, bin bis heute natürlich mit Freude dabei und macht immer noch Spaß. Damals mit der Schwester, mit der Sabine, die heute nicht da ist. Aber ich war ja damals in einer eigenen Sparte unterwegs, nämlich Duo hat es, glaube ich, geheißen. Oder heißt es immer noch? Duo-System, genau. Duo-System. Und wie ist es dir genau zugegangen? Du warst der Angreifer, sie war die Verteidigerin, glaube ich, nicht? Oder so war das? Genau, also beim Duo-System ist man eben ein Paar, wo man eben Techniken demonstrieren muss, also gemeinsam vor einer Jury und man tritt gegen ein anderes Paar an. Aber nicht direkt, sondern nur im Vergleich. Im Vergleich, genau. Und ja, wie gesagt, da sind bestimmte Angriffe vorgeschrieben gewesen und die Verteidigung ist frei. Die wird dann von einer Jury, also von 5 Personen, bewertet. Die höchste und niedrigste Wertung werden gestrichen und das Mittelmaß ist dann die Wertung. Und wer am Ende mehr Punkte hat, kommt dann weiter und ist der Sieger dann eben vor dem Kampf. Ja, und bei dem Duo-Bewerb geht es halt hauptsächlich um die Technik und die Harmonie zwischen den Partnern. Und das hat bei uns natürlich ganz gut funktioniert. Hat man gemerkt, ja. Ja. Was heißt der Weltmeister, x-facher Weltmeister geworden, Europameister, in Österreich sowieso unschlagbar, nicht? Ja, damals waren wir natürlich in Österreich unschlagbar. Ja, Weltmeister waren wir einmal, Europameister zweimal. Ansonsten waren wir eigentlich bei jedem internationalen Bewerb, wo wir angetreten sind, in den Medaillenrängen. Ja, hat super funktioniert und hat natürlich immer Spaß gemacht. Ihr habt damals einen tollen Trainer gehabt, nicht? Ja, sicher, ja. Von dem hast du viel gelernt, ne? Auf alle Fälle, ja. Den Georg Pfeffer war unser Trainer in St. André. Und ja, nach dem ersten Europameistertitel haben sich dann unsere Wege getrennt. Wir haben einen eigenen Verein in Wallern gegründet, den Jiu-Jitsu Club Villa Vita Bononia Wallern. Und ja, den haben wir 93 gegründet und 94 war dann der Weltmeistertitel. Ja, und hat bis dahin immer funktioniert, super. Und den gibt es heute doch, den Verein, mit einem ebenso guten Trainer, dem Ferdinand Fuhrmann. Und er hat heute 2 Töchter mitgebracht, nicht? Die Lisa und die Anna. Und beide sind auch Weltmeister, Europameister. Aber wie geht es jetzt bei denen? Die sind nicht im Duo, sondern einzeln. Aber lassen wir sie selber sprechen. Willkommen bei uns. Danke, dass ihr gekommen seid. Okay. Gleich im Judo-Gewand. Zuerst habe ich mich ein bisschen erschreckt, wie ich gesehen habe, aber ihr tut es mir sicher nicht. Na bitte, Spaß beiseite. Anna, wie war es denn so? Was bist du jetzt? Also in welcher Form bist du unterwegs in diesem Sport? Also ich bin in der Fighting, also in der Fighting-Disziplin. Das ist 1 gegen 1. Und das heißt, du kämpfst richtig? Genau. Also es ist eigentlich Semikontakt. Es wird in 3 Parts aufgeteilt. Ersten Part sind Schläge, dritte. Zweite Part ist so wie Judo, also mit Werfen. Und dann ist noch der dritte Part mit Bodentechniken, also Festhaltetechniken, Würge oder Armhebel. Und ja. Und alles in einem Kampf? Genau. Und die Kampfzeit ist so, also die reine Kampfzeit ist 3 Minuten. Und ja, man kann auch frühzeitig gewinnen.
Wenn man zum Beispiel in alle drei Parts einen IPON hat, das heißt Wertung mit 2 Punkten. Und sonst ist halt am Ende der Gewinner mit den meisten Punkten. Lisa. Ja, ich mache auch das gleiche System. Also das ist mein Hauptsystem, das Fighting-System. Aber ich mache zusätzlich noch das Nevasa-System. Da wird mehr am Boden gekämpft, also es wird im war auch einzeln. Genau, ja, ist auch 1 gegen 1. Und da wird halt im Stand auch angefangen. Und meistens geht's halt schnell im Boden über. Und dort probiert man halt einfach, einen Partner zum Abklopfen zu bringen. Dass er aufgibt. Genau, ja. Und eure Partner haben ja sehr viel aufgegeben, nicht? Sonst wärt ihr ja nicht Weltmeister, stimmt's? Sicher, ja. Wer waren denn so die großen Gegner der beiden Damen? Von der Nation her, wer ist denn da stark? Die Japaner, Franzosen, was ist da? Also bei der Lisa war so, im Nevasa sind sehr stark die Kämpferinnen aus von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Kasachstan, aber ihre größte Gegnerin war die regierende Europameisterin, auch die Russin. Gegen die hat es dann auch im Finale beim Nevasa verloren und ist auch im Nevasa Vize-Weltmeisterin geworden. Aber die beiden Kämpferinnen von den Vereinigten Arabischen Emirate, die eigentlich zu den Titelanwärtern erzählt haben, hat es in den Vorrunden besiegt. War ganz toll. Und im Fighting ist ja ständige Rivalin immer Slowenin. Und ja, die hat es im Finale bei der Europameisterschaft geschlagen und auch diesmal wieder bei der Weltmeisterschaft. Und bei der Anna ist so, eben im U21-Bewerb, wo es Weltmeisterin geworden ist, da ist Deutschland und Schweiz. Gegen die Schweiz ist es eben um einen Weltmeistertitel gegangen. Und sie hat auch in der allgemeinen Klasse gekämpft, wo sie den 5. Platz erkämpft hat. Da ist die größte Rivalin, die regierende Europameisterin und jetzt auch Weltmeisterin, die Russin gewesen. Gegen die hat sie auch im ersten Kampf gleich gehabt, in der ersten Runde. Und war bis kurz vor Ende in Führung. Und am Schluss ist natürlich die Routine von der 30-jährigen Russin zu tragen gekommen. Und sie hat dann den Kampf noch auf 9:9 beenden können. Und die Russin hat aber von der Anzahl der IPON-Wertungen mehr gehabt und das hat dann nur entschieden. Also war ganz eng und wie gesagt, später hat die Russin eben im Finale gegen die Französin dann mit, ich glaube, 15:7 oder so gewonnen, also relativ deutlich. Also sieht man, was möglich gewesen wäre, wenn es die 10 Sekunden noch überstanden hätte. Aber genau, da ist halt immer eng benannt. Ja, man ist ja nicht alle Tage bei Weltmeisterschaften. Wie geht's denn da so zu? Da ist man natürlich nervös, klar, keine Frage. Kann man sich vorstellen. Man bereitet sich besonders vor. Aber wie ist es dann tatsächlich dort, wenn man bei der Weltmeisterschaft antritt als Sportler? Also ich bin eher mehr nervös, wenn wir gerade hinfliegen oder hinfahren. Direkt am Wettkampfort bin ich gar nicht so nervös, weil ich eigentlich viel auf mein Gewicht schaue, weil ich eben in Gewichtsklassen bin und abnehmen muss und bis zur Abwaage und dann freue mich aufs Essen und ja. Und dann, wenn ich auf die Matte gehe, sagt eigentlich jeder, dass ich eine ganz andere Person bin. Da bin ich richtig fokussiert und höre eigentlich gar nichts, was um mich herum passiert. Und ja, mache einfach mein Ding und höre auf mich. Und der Kampf selbst? Wie ist es, wenn man jetzt gerade so kämpft? Also ich habe immer Spaß dabei. Mir macht es Urspaß, dass ich zeigen kann, was ich eigentlich kann. Wie zum Beispiel bei der WM, bei den Erwachsenen. Eigentlich ist es noch nicht meine Altersklasse und habe jetzt einmal so Hallo gesagt und habe gesehen, wie ich eigentlich mithalten kann. Und das gibt mir einfach nur Motivation und freue mich auf die nächsten Wettkämpfe. Ebenso bei der Lisa Tetisol, nicht, oder? Ja. Ja, wie war es denn bei der WM? Wie ist denn da zugegangen? Ja, also am ersten Tag, da habe ich... In Abu Dhabi, muss man noch dazu sagen, war die WM und auf Kreta war die Europameisterschaft. Genau, muss man noch da erwähnen auch. Bitte. Also
In Abu Dhabi habe ich ja Nevaso und Fighting gekämpft und am Samstag habe ich Nevaso gekämpft und da war ich eigentlich ziemlich überrascht, dass ich so weit komme, weil es eigentlich mache ich das nur so als Spaß und trainiere es nicht wirklich und dass ich da dann den Vize-Weltmeistertitel hole, das war schon cool. Und dann am nächsten Tag habe ich das Fighting-System gekämpft und da habe ich eigentlich starke Gegner gehabt. Und im Finale war das war ziemlich knapp, aber ich habe es schlussendlich geschafft und habe wieder den Weltmeistertitel holen können. Was heißt knapp? Ja, also es waren zwei Punkte Unterschied. Also es hätte ein Schlag sein können. Spürt man das selber, oder? Oder von außen rein? Sagt der Trainer da, pass auf, jetzt nur mehr einen Punkt, zwei Nein, Punkte? Nein, da hat man so eine Leinwand, also ein Bildschirm, wenn man das sieht, genau, die Punkte und die das Zeit. Das lenkt aber ab, nicht, oder? Nein, also ich schaue nur in die Pausen drauf und während dem Kämpfer halt kriege ich das gar nicht mit. Also dafür, ja, weil da kämpft man und da schaut man da hin, ist ja. Man ja sofort abgelenkt. Nein, das ist nicht so eine gute Idee. Ist keine gute Idee, nicht wegzuschauen. Nicht? Das geht beim Autorennsport eher, nicht, dass man rausschaut. Ja. Die beiden Damen sind also, kann man sagen, weltbekannt. Aber nicht nur in der Welt, auch im Burgenland natürlich. Im Burgenland kennt man sie sehr gut und wir haben auch im Sportpool auch die beiden ganz vorne bewertet. Also wie wir sehen, sie sind also unter den Nominierten dabei. Lisa und Anna Fuhrmann, für uns also spielen sie im Burgenland eine ganz große Rolle und natürlich auch im Sportpool, der sich ja mit den Spitzensportlern immer wieder befasst. Und ihr seid ja bei der Galanacht des Sports sicher dann wieder anwesend bei uns. Ja, jetzt gibt es also die tollen Erfolge, jetzt dazu gibt es ja einen Hintergrund, und zwar intensives, oftmaliges Training. Wie oft seid ihr benannt, wie trainiert ihr, in welchen Phasen und wie oft die Woche und so weiter. Es sind ja auch berufstätig die Damen und schulisch auch noch, glaube ich, befasst. Du bist im Beruf und trotzdem gibt es ein intensives Training wöchentlich, also mehrmals die Woche wahrscheinlich. Ja, sicher. Ohne dem geht es natürlich nicht. Wir haben zweimal so offizielles Vereinstraining, wo wir eben auf der Matte sind. Und natürlich haben die Wettkämpfer dann spezielle Trainings individuell, wie sie sich vereinbaren lässt, eben mit Beruf und Schule bei der Lisa noch. Die allgemeinen Sachen, Kraft, Ausdauer, spezifische Sachen. Schnelligkeit. Wie oft die Woche ist das also, jeden zweiten Tag? Ja, in den Vorbereitungsphasen fast täglich. Da hast du natürlich dann die Regenerationsphasen auch. Aber im Prinzip die Sachen eben dann täglich. Und sie haben natürlich auch Trainings dann mit dem Nationalkader, die je nachdem einmal im Monat beziehungsweise vor Wettkämpfe vielleicht öfters dann in Wien mit der Nationalkadertrainerin stattfinden und natürlich auch diverse Lehrgänge oder wir haben auch internationale Trainer, die dann zu uns kommen und teilweise Trainings mit denen machen. Das, was du seinerzeit gemacht hast mit der Schwester Sabine, ist das auch hier noch möglich, wenn die Partner kommen? Wenn jetzt der Freund von der Lisa oder von der Anna sagt, machen wir Duo, geht das noch? Oder ist das? Sie haben beide mit Duo fast angefangen eigentlich. Mit dem Papa. Also sie haben beide also Partnerinnen gehabt. Also sie haben im Duo weiblich gekämpft, genau. Und ja, sie haben dazwischen, also sie haben lang eben auch vorne mitkämpft, von klein auf in der U10, U12, U14. Ja, kann mich erinnern, ja, da gibt es die Namen. Der Name Fuhrmann ist eigentlich nie abgerissen. Genau, haben sie immer jeweils mit ihren Partner da vorne mitkämpft. Aber sie haben sich dann eben für den Weg, für das Fighting entschieden. Und dann ist eben das Nevaso dazugekommen. Ja, sie haben schon öfters überlegt, ob es gemeinsam als Geschwisterpaar wieder Duo kämpfen auch, so als Spaß im Prinzip und einmal schauen, wie weit was da kommen würden. Aber ja, es ist halt sehr trainingsintensiv natürlich und nebenbei, also
Fighting und dann nebenbei das Duo ist recht schwierig. Wir werden sehen, man möglich ist allerhand, aber ich glaube, die Prioritäten sind momentan beim Fighting. Sagt auch der Papa und Trainer, oder? Ja, also sie haben sich da schon so einen Namen gemacht im Fighting und jetzt einmal wieder anfangen, eben dem Duo-Bewerb, das ist ein langer Weg, bis man da wirklich so die Harmonie und vor allem an die internationale Spitze herankommen kann. Jetzt zu den Möglichkeiten auch. Wie habt ihr, also seid ihr in Wallern, ihr seid Villa Vita Bologna Club, aber wie habt ihr da ständige Trainingsmöglichkeiten? Seid ihr immer bestimmt in irgendeiner Halle irgendwo, wo ihr trainiert? Oder gibt es auch Kämpfe, neben Training auch noch Kämpfe, nationale Kämpfe? Oder es gibt ja kaum, glaube ich, im Burgenland Konkurrenz für euch, ne? Nein, also wir trainieren in der Volksschule in Wallern. Da haben wir unsere Trainings, also überhaupt mit die ganzen Vereinsmitglieder, Dienstags und Freitags. Wir können auch Wochenende, Samstags, die Anna und die Lisa haben ja im Sommer heuer die Übungsleiterausbildung für Jiu-Jitsu absolviert und abgeschlossen und haben jetzt auch eine eigene Wettkampf-Nachwuchsgruppe gegründet im Prinzip und sie machen jetzt Freitag, also samstags immer dann noch zusätzlich Training mit den Wettkämpfern, die was jetzt im Aufbau sind für die Zukunft. Und ja, ansonsten eben Fitness, Regeneration und so haben wir die Möglichkeit eben in der Villa Vita Krafttraining in der Villa Vita zu machen. Ja. In der C-Winkelhalle wahrscheinlich nicht. Nein, im Fitnessstudio. Und die Regeneration im Wellnessbereich natürlich, das ist natürlich sehr, sehr positiv, gehört natürlich auch dazu. Und ja, sie sind dann auch noch im Krafttrainingsmäßig im Fitnessstudio bei Bernhard Beidl in Weiden. Wir trainieren auch hier und da mit der Trimmel Nicole. Also sehr abwechselnd. Genau, also man schaut, dass man halt viel verschiedene Ansatzpunkte hat, wo man sagen kann, da und da kann man sich verbessern. Mit der Niki ein bisschen im mentalen Bereich. Dann haben wir einen slowenischen Trainer, der teilweise manchmal auf Training kommt. Der hat jetzt eine Freundin in Wien und ist jetzt auch öfters in Österreich. Und da haben wir jetzt auch schon öfters ein Training mit ihm speziell im Verein gemacht mit sie. Und ja, es funktioniert ganz gut. Und ja, wir sind froh, dass wir heute halt in Wallern auch in der Volksschule unser Training machen können und wie gesagt auch dann manchmal am Wochenende da in die Schule rein können und zusätzliche Trainings dann noch auf der Matte machen zu können. Wie schon der Name verrät, ist es natürlich eine Sportart, die aus dem fernen Osten kommt, wie Judo oder Karate. Wo genau herkommt Jiu oder Jiu-Jitsu, wie man es genau ausspricht, woher genau kommt es? Und es ist ja seinerzeit nur in Asien eigentlich möglich gewesen, dass diese Sportart auszuüben. Und dann hat sich es aber auf Europa und Amerika weiter verbreitet. Wie ist das Ganze entstanden? Ja, es wird immer noch, ist immer noch nicht ganz klar von Japan, China, wo der Ausgangspunkt ist, weil es gibt verschiedene Aufzeichnungen und wie sagt man da so Legenden, wie das Ganze entstanden ist, aber wie gesagt, eben Japan, China ist so das ist Ursprung, der Ursprung, ja. Wie genau jetzt das Grundding ist, das und übersetzt eigentlich Deutsch, was heißt denn Jiu? Jiu-Jitsu heißt übersetzt sanfte Kunst. Weil man eben ohne Waffen auch den Gegner überwinden kann, indem man eben die Kraft vom Gegner ausnutzt und das übernimmt. Genau. Und ihr seid voll, also im Training voll motiviert. Da gibt's natürlich jetzt, ihr seid ja schon wer, ihr seid Weltmeister. Was gibt's jetzt da noch für große Ziele, wenn man Weltmeister ist? Also mein nächstes Ziel, also ich habe jetzt im Übergang von der U21 in die allgemeine Klasse. Die Wettkämpfe, die ich jetzt gehabt habe, waren meine letzten in der U21 und jetzt bin ich halt nur bei den Erwachsenen.
Und da probiere ich jetzt gerade Punkte für die World Games zu sammeln, also dass ich mich nominiere. Und ja, mein Ziel, also mein großes Ziel ist schon World Games Titel. Und ich hoffe, dass ich 2021 dort das einmal machen kann. Das wünschen wir dir, das hoffen wir. Wird genauso? Ja, also ich mache heuer, nächstes Jahr, in die U21 wechseln. Und ja, da kann ich dann halt auch schon bei den Erwachsenen mitkämpfen, aber es ist halt noch hart, weil ich einfach die Jüngste dann bin. Aber ja, ich will mein Bestes geben und vielleicht kann ich auch schon ein paar Punkte sammeln, dass sie dann ausgeht, dass ich vielleicht auch zu den World Games komme. Was noch fehlt, ist Olympia, nicht? Ja, Jiu-Jitsu ist leider halt nicht olympisch. Ja, es ist schon öfters eben vom Olympischen Komitee beobachtet worden. Ist jetzt eben in der seit 1997 World Games Disziplin durchgehend. Und ja, wir hoffen natürlich, dass vielleicht irgendwann möglich ist, aber ist halt nicht in absehbarer Zeit momentan, leider. Wäre aber wünschenswert, nicht? Ja, das war gern super. Zur Olympia, das stimmt, nicht? Ja. Ja, da sage ich mir danke. Viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Danke. Sehr super, dass ihr also da seid, dass ihr so tolle Erfolge für das Burgenland auch letztlich errungen habt. Ihr habt das Burgenland damit, also in dieser Sportart, weltberühmt gemacht. Natürlich, wenn man Weltmeister ist, ist man ganz vorne. Dann ist man Weltbester und dazu gratulieren wir recht herzlich und bedanke mich fürs Dasein, dass ihr gekommen seid. Werdet ihr genauso. Schöne Grüße zu Hause, ja. Der Sabine, der ehemalige Partnerin und Schwester. Ja. Also wie gesagt, danke fürs Kommen, weiterhin viel Erfolg, dir auch als Papa, Trainer, Manager, weiß ich, was alles bist. Der Verein selbst schon, kann man sagen, nicht? Obmann, natürlich, ja. Also alles in einem. Gut, danke fürs Kommen, viel Erfolg weiterhin. Das war's also für diesmal. Danke fürs Zuschauen.